zehn Gebote unseres Herrn in einer Kurzversion. Keine anderen Götter habt neben mir, vor keiner Statue beuge dich hier. Missbrauche nicht Gottes heiligen Namen, den Sabbat halte nicht wie die Profanen. Gib Vater und Mutter die Ehre und Mord von deinen Händen wehre. Von Unzucht halt dich fern und rein und stiehl nicht, was dem anderen sein. Zum Lügen lass dich nicht verleiten, deines Nachbarn eigen sollst du meiden. Hallo, moin moin und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Dies ist jetzt die nächste Lesung in dem Buch von Martin Luther von 1545, wieder das Papsttum zu Rom, vom Teufel gestiftet. Ich hatte vorhin ein wenig Zeit, noch ein paar Seiten zu lesen und dachte mir, wir nennen das Video »Was geht den Papst Beten und Gottes Wort an?« Warum? Tja, weil wir das in einer der folgenden Seiten lesen werden und von daher ein treffender Titel. Was geht den Papst Beten und Gottes Wort an? Hätte ich mir auch niemals erträumen lassen, dass ich mir mal eine deutsche Arbeit von Martin Luther nehme und daneben zu manchem besseren Studium noch die englische Ausführung habe, wegen der ganzen Fußnoten. Finde ich inzwischen schon, muss ich beinahe sagen, ziemlich lächerlich, dass man sich eine englische Übersetzungsarbeit eines deutschen Reformators ranholen muss, um mehr Informationen über ein paar Dinge zu bekommen. Aber nichtsdestotrotz, so ist es nun mal. Und wir begeben uns jetzt in das Erste von Dreien, wo ich ja letztes Mal mit abgeschlossen habe. Das war im Grunde bis jetzt alles nur Einleitung. Und jetzt kommen wir an die wirkliche Arbeit von Martin Luther. Denn drei Stück, sagt er am Ende von Seite 21, habe ich mir vorgenommen, also fürgenommen. Eins, ob's wahr sei, dass der Papst zu Rom sei, das Haupt der Christenheit, über Konzilia, Kaiserengel und alles etc., wie er sich rühmet. Das anders, also zwei, ob es wahr sei, dass ihn niemand könne urteilen, richten, absetzen, wie er brüllet, also behauptet. Das dritte, ob es wahr sei, dass er habe das Römische Reich von den Griechen auf uns Deutschen gebracht, wie er über alle Maß davon stolziert und pocht. Bleibt mir etwas über von Kräften, will ich wieder seine Bullen und Briefe mich machen und versuchen, ob ich dem großen, groben Esel seine lange, ungekämmte Ohren kämmen möge. Ja, viel Kraft hatte Martin Luther nicht mehr über. Er ist 1546, am Anfang des Jahres, kurz nach seinem Geburtstag im November 1545, ist er dann verstorben, leider. Das lesen wir in seiner Bibliografie hier hinten dran. Also dieses Buch hier erscheint zum 25. März 1545 und am 18. Februar 1546 verstirbt er. Also kein Jahr danach. Die Kraft war dann nicht mehr so viel. Wie das kommt, dass Luther so kraftlos war und bereits in 63 Jahren ziemlich jung gestorben war, darüber kann man spekulieren. Ich beteilige mich nicht an solchen Spekulationen, ich habe meine Gedanken dazu und die sollte sich jeder für sich selbst machen. Aber diesen einen Satz nochmal eben von Seite 21, bevor wir losfangen. Denn drei Stück habe ich mir fürgenommen, sagt Luther hier. Eins, ob es wahr sei, dass der Papst zu Rom sei das Haupt der Christenheit. Über Konzilia, Kaiser, Engel und alles, wie er sich rühmet. Auf Hochdeutsch. Eins zum Ersten. Ob es wahr ist, dass der Papst zu Rom das Haupt der Christenheit ist, über Konzilien, über Kaiser, über Engel und über alles Weitere, wie er sich rühmet. Das wollen wir jetzt studieren im ersten Teil des Buches. Wieder das Papsttum zu Rom vom Teufel gestiftet. Ich fange an auf Seite 22, für diejenigen, die inzwischen eine eigene Kopie des Buches haben und gerne mitlesen möchten. Das Erste. Sehr leicht ist zu beweisen, dass der Papst nicht sei der Oberst und das Haupt der Christenheit oder Herr der Welt über Kaiser, Konzilia und alles, wie er leuget,
wie er löget, Entschuldigung, leuget ist flämisch, lästert, flucht und tobet in seinen Dekretalen, nachdem ihn der hellische Satan treibt. Ich bitte es mir nachzusehen. Das Deutsch, was hier geschrieben ist, ist, das habt ihr ja selbst schon gemerkt in den vorangegangenen Lesungen, ist nicht besonders leicht und ich lebe dann hier noch in Flandern, wo man eben EU etwas anders ausspricht und ich von daher mich daran gewöhnen muss, dass das hier ja Deutsch ist und nicht Flämisch. Also, wie er löget, lästert, flucht und tobet in seinen Dekretalen, nachdem ihn der hellische Satan treibt. Denn er selbst wohl weiß und ist so klar als die liebe Sonne aus allen Dekreten der alten Konzilien, aus allen Historien und Schriften der heiligen Väter, Hieronymi, Augustini, Cypriani und aller Christenheit, die gewest ist für den ersten Papst, genennet Bonifatius der Dritte. Nun, warum sagt Luther, dass Bonifatius der Dritte, Bonifatius der Dritte, der erste Papst ist? Da verweise ich auf die Fußnote im Englischen. Und da sagt er natürlich, Bonifatius der Dritte war derjenige, der vom Kaiser Phokas, wie wir vorher ja bereits gelehrt haben, angewiesen wurde, um Rom als den Kopf der ganzen Kirchen zu akzeptieren. Also hier steht es jetzt in dem englischen Buch, dass der Papst den Kaiser angewiesen hatte. Wir hatten gelesen, dass der Kaiser die Macht im Grunde an die Kirche, sowohl über die westliche als auch die byzantinische Kirche, übergegeben hat an den Bischof von Rom. Und das war eben damals Bonifatius der Dritte, Bonifatius der Dritte, wie Luther ihn hier nennt. Und deswegen sagt Luther, dass Bonifatius der Dritte der erste, zwischen Anführungsstrichen, Papst ist. Es gab vorher, kein Missverständnis bitte, einen Bischof von Rom. Aber erst nachdem Kaiser Phokas dem Bischof von Rom in 606, die Jahreszeit erinnert ihr euch noch, da hatten wir ja drüber gesprochen, die Macht gegeben hatte, um Bischof zu sein über die, zwischen Anführungsstrichen, ganze Kirche, die westliche und die byzantinische, die östliche, in Konstantinopel gesessene, erst nachdem Kaiser Phokas dem Bischof von Rom diese Macht gegeben hat und er dadurch auch wieder den Titel Pontifex Maximus angenommen hat, da erst kann man von dem wirklichen ersten Papst sprechen. Und das war Bonifatius der Dritte, wie wir ihn heute nennen, oder Bonifatius der Dritte, wie Luther ihn hier nennt. Und im Englischen heißt er halt Boniface the Third. Ja? Deswegen ist er der erste Papst, geschichtlich gesehen. Aus Luther seiner Sicht. Und ich unterstütze diese Sicht. Dass der römische Bischof nicht mehr ist, denn ein Bischof gewesen und noch so sein sollte. Und Sankt Hieronymus tar frei heraussagen, also durfte frei heraussagen, alle Bischofe sind gleich, allesamt der Apostelstuhl erben. Und setzt Exempel, da einer kleinen Stadt Bischof gleich sei einer großen Stadt Bischofe, als Engubi und Rom, Regi und Konstantinopel, Thebes und Alexandria. Dass aber einer höher oder geringer ist, denn der andere macht, dass ein Bistum reicher oder ärmer ist, dann das andere. Sonst sind sie alle gleich der Apostel Nachkommen. Solch, sage ich, weiß der Papst zu Rom sehr wohl, auch dass Sankt Hieronymus solch schreibt und ist zu Wahrzeichen in das Dekret gezogen. Und da geht es um das 93c Legitimus Dekret prima pars und noch tat der Papst da wieder so lästerlich und mutwillig liegen, und alle Welt betriegen. Ja, das ist ja mal hier ein schönes altes Deutsch. Lügen wird liegen. Und aller Welt betriegen. Noch tar, das übersetze ich als darf, hier mal ins Neudeutsche. Dazu Sankt Gregorius, da es ihm angeboten ward, und etlichen großen Bischofen weigert er sich's hart. Also
Sankt Gregorius, der heilige Gregorius, Papst Antichrist Gregorius, hat man eben auch das angeboten. Aber er weigerte sich hart und schreibt, dass seiner Vorfahren keiner so vermessen sei gewesen, dass er solchen Titel hab annehmen oder führen wollen. Wie wohl das sechste Konzilium zu Chalcedon hätte solchs ihnen angeboten. Schleust und spricht kurzum, es solle sich keiner den obersten Bischof oder der ganzen Christenheit nennen, wie auch etlich Dekret mehr sagen, dass auch der römische Bischof, ob er wohl der größer einer sei, dennoch nicht universalis, katholisch, der Oberst über die ganzen Christenheit zu nennen sei. So, das war ein ziemlich schwieriger Satz und ich möchte da nochmal kurz auf eine Sache mit eingehen. Der Gregorius, wenn ich mich nicht irre, war der, zwischen Anführungsstrichen, Papst, der Bischof von Rom, vor dem Bonifatius dem Dritten, den wir hier gerade als ersten Papst herausgestellt hatten. Nun, was ist daran so wichtig? Dieser Gregorius, der hatte gesagt, und ich kann das Zitat jetzt nicht wörtlich wiedergeben, aber das könnt ihr gerne selber nachschauen und nachforschen, dass wenn einer die Oberhirtschaft über die ganze Kirche hat, dass er dann der Antichrist wäre. Mit anderen Worten, der Bischof von Rom vor dem Bonifaz, der von Phokas das Amt als oberster Bischof bekommt und damit der erste Papst ist, wie wir hier geschichtlich lesen, der Bischof von Rom davor sagt, wenn jemand diesen Titel annimmt, universaler Bischof, ja, und das ist ja, was der Papst von Rom als Titel hat, er ist der Pontifex Maximus, er ist der höchste aller Bischöfe, der Bischof von Rom, der höchste aller Bischöfe, dann meinte Gregorius, das wäre der Antichrist. Und kaum ist der Gregorius weg, sein Nachfolger nimmt den Titel an und gründet damit das Amt des Antichristen, das davor das Amt des Bischofs von Rom war. Aber wir lesen hier ja davon, dass wir eben sehen, es solle sich keiner den obersten Bischof oder der ganzen Christenheit nennen, ne? In dem sechsten Konzilium zu Chalcedon, hätte solchs ihnen angeboten, schleust und spricht kurzum, es solle sich keiner den obersten Bischof oder der ganzen Christenheit, also von der ganzen Christenheit nennen, wie auch etlich Dekrete mehr sagen, dass auch der römische Bischof, ob er wohl der größer einer sei, dennoch nicht universales. Universal, und das Wort universal und katholisch kann man austauschen, das ist genau dasselbe. Dennoch nicht universales, der Oberst über die ganzen Christenheit zu nennen sei. Solchs ist die öffentliche gewisse Wahrheit, unangesehen, wie er selbst und seine Heuchler diese Wort martern und kreuzigen, denn sie sind zu klar und zu gewaltig. So ist das Werk auch am hellen Tage, denn er noch nie ist über die Bischöfe in Afrika, Grecia, also Griechenland, Asia, Ägypten, Syria, Persia etc. gewesen, wird's auch nimmermehr werden. Ja, er hat auch des Welschlands Bischöfe zu der Zeit nicht unter sich gehabt, sonderlich Mailan und Ravenna. Den letzten Satz nochmal eben lesen, um ihn gut zu verstehen. Ja, er hat auch des welchen Lands Bischöfe zu der Zeit nicht unter sich gehabt, sonderlich Mailan und Ravenna. Welchen Land? Ich gehe davon aus, dass er hiermit Österreich und den oberen Teil von Italien meint, weil ja auch Milan ist wahrscheinlich, also Mailand und Ravenna, norditalienische Städte. Dass dieses Land dort welchen Land hier genannt wird. So verstehe ich das zumindest. Dieser Sankt Gregorius ist der letzte Bischof zu Rom gewesen. Das ist ja genau das, was ich gerade eben gesagt habe. Der hat gewarnt, wenn einer kommt und nennt sich universaler Bischof, dieser ist der Antichrist. Das hat
zwischen Anführungsstrichen Papst Gregorius selbst gesagt. Dieser Sankt Gregorius ist der letzte Bischof zu Rom gewesen und hat nach ihm die römische Kirche keinen Bischof mehr gehabt, bis auf diesen Tag, und wird auch keinen mehr kriegen, es würde denn eine wunderliche Änderung. Sondern eitel Päpste, also der Bischof von Rom, ist ersetzt durch den Papst. Hier hören wir es Luther noch einmal sagen. Sondern eitel Päpste, das sind des Teufels Larven, wie du hören wirst, die haben da selbst regiert und alle Kirchen geistig und leiblich verstöret. Denn das ist gewiss, wie gesagt, dass zu St. Gregorius Zeiten kein Papst ist gewesen und er selbst auch samt seinen Vorfahren kein Papst hat wollen sein. Dazu mit vielen Schriften das Papsttum verdammt, wiewohl man ihn malet in der Papstkronen und viel Lügen von ihm ertichtet sind. Aber er ist kein Papst und will auch kein Papst sein, wie denn seine Bücher solch zeugen zu Schanden allen Päpsten, so sich selbst nach ihm und wider ihn erhebt haben. Aber nach seinem Tod ward Sibinianus Bischof anderthalb Jahr. Den rechne ich unter die Päpste, denn er wohl so ein großer Unflat war, als ein Papstes, und wollte St. Gregori, seines nähesten Vorfahren, Bücher verbrennen. Vielleicht, dass St. Gregorius das Papsttum nicht hat wollen leiden in seinen Schriften. Nach demselben ward Bonifatius der Dritte erwählet. Da ging der Zorn Gottes an. Dieser Bonifatius erlanget bei dem Kaisermörder Phokas, dass er sollt sein Papst oder der Oberst über alle Bischofe in der ganzen Welt. Da ward die Glocke gegossen, und der römische Greuel nahm solchs mit Freuden an, als der nu ein Herr wäre über alle Bischofe in der Welt. Denn solchs hatten etliche Vorfahren lange zuvor gesucht und geseuchelt, aber nicht können erhalten, weil St. Gregorius und etliche fromme Bischofe, seine Vorfahren, nicht wollten solchs leiden. Da haben wir nun den Ursprung und Anfang des Papsttums, zu welcher Zeit und wer denselben gestiftet hat. Nämlich Kaiser Phokas, der Kaisermörder, der seinen Herrn Kaiser Moritz mit Weib und Kind köpfen ließ. Solches alles wissen Sie selbst wohl, dass die Wahrheit ist. Nun war bis daher die Gewohnheit, dass die Kaiser alle Bischöfe bestätigen mussten, als die Schutzherren, denn auch St. Gregorius, da er zu Rom vom Volk und Priestern erwählet ward, bat durch Schrift den Kaiser Mauritium, dass er solche Wahl nicht woll bestätigen. Also, mal eben zum geschichtlichen Verständnis. In der Anfangszeit wurde der Oberhirte, wenn ich ihn mal so nennen möchte, der römisch-katholischen Kirche, der Bischof von Rom, wurde gewählt. Und zwar nicht von einer Kurie von Kardinälen, wie das heute passiert, sondern von dem Volk selber. Ja, das Volk selber konnte seinen obersten Bischof wählen. Und die Kaiser aller Bischöfe wurden, dass die Kaiser alle Bischöfe bestätigen mussten. Der Kaiser hat jeden Bischof in jedem seiner Ämter bestätigt. Wer macht denn das heute? Der Papst. Und wenn sich ein Land traut, einen Bischof zu ernennen, der nicht von Rom anerkannt ist, dann gibt's ganz großen Streit. Erinnert euch mal, vor einiger Zeit war das zum Beispiel doch in China selbst in den Nachrichten, weil die chinesische Regierung eigene Bischöfe ernannt hat und die römisch-katholische Kirche sagt, nein, 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 nein. Wir ernennen die Bischöfe und sonst niemand. Der Papst ernennt die Bischöfe, der Papst bestätigt die Bischöfe, weil das eben früher die Aufgabe des Kaisers war. Und ich habe ja das Bild mit eingeblendet, wo ihr gesehen habt. Mal sehen, vielleicht denke ich dran, das hier auch nochmal zu machen. Papst Franziskus kommt in den Kongress in den Vereinigten Staaten in 2015 bei seinem Besuch. Und ich habe da drauf geschrieben, Heil Cäsar, aufgrund des Discorsi von Antichrist Papst Pius IX., der sagt,
Der Cäsar, der euch jetzt anspricht und dem alleine Gehorsamkeit und Treue zusteht. Der Cäsar ist der Papst. Die Kombination von dem Kaiser, Cäsar, und dem obersten spirituellen Führer, dem Bischof von Rom, in einer Person. Das ist der Papst. Das ist der Mann der Sünde. Das ist der Sohn des Verderbens. Das ist der biblische, historische und prophetische Antichrist. Ich fange diesen Absatz hier auf Seite 23 nochmal an. Nun war bis daher die Gewohnheit, dass die Kaiser alle Bischöfe bestätigen mussten, als die Schutzherren, denn auch Sankt Gregorius, den wir ja schon gerade eben öfter erwähnt hatten, der sich weigerte, den Titel universaler Bischof anzunehmen und sagte, der Bischof, der den Titel annimmt, der ist der Antichrist, da er zu Rom vom Volk und Priestern erwählt ward, bat durch Schrift den Kaiser Mauritium, dass er solche Wahl nicht wollt bestätigen. Denn er ward ungern Bischof, als ein demütiger, frommer Mann. Aber es ward sein Schrift unternommen. Und der Kaiser Moritz bestätigt seine Wahl wider seinen Willen. Hernach dachten die Päpste, weil sie vom Kaiser Foka das Papsttum hätten, möcht's vielleicht ein anderer Kaiser wieder von ihnen nehmen. Denn so muss es sein im weltlichen Regiment, dass wenn ein Kaiser aus Gnaden gibt, so mag er's wieder nehmen, wo die Bosheit des Besitzers solchs verdienet. Haben wir diesen Satz gut verstanden? Denn so muss es sein, ich lese das jetzt mal im Hochdeutschen, ich übersetze diesen Satz, denn so muss es sein im weltlichen Regiment, dass, wenn ein Kaiser aus Gnaden gibt, so kann er es auch wieder nehmen, wo denn die Bosheit des Besitzers solches verdienet. Rechte, die dir vom Papst gegeben werden, die kann der Papst auch wieder nehmen. Und jetzt könnte ich eine irre lange Ausschweifung machen über die ganzen, zwischen Anführungsstrichen, Menschenrechte, die ganzen, zwischen Anführungsstrichen, humanitären Rechte, dieser ganze Quatsch. Das ist alles Quatsch, wo steht denn sowas in der Bibel? Das sind, zwischen Anführungsstrichen, Rechte, die der Antichrist den Menschen gibt, die er beherrscht. Und wenn ihr vom Antichristen beherrscht sein wollt, dann habt ihr auch diese Rechte. Solange er sie euch gewährt, er kann sie dann auch ganz leicht wieder wegnehmen, wenn ihr eben die Bosheit habt, dass ihr solches verdient, dass es weggenommen wird, wie hier steht. Gott gibt uns keine Rechte. Gott gibt uns eine Ordnung, Gott gibt uns ein Gesetz, an das wir uns halten müssen. Aber wir haben keine Rechte. Wir haben Pflichten. Wir haben die Pflichten, 10 bestimmte Pflichten. Wir haben die Pflichten, keine anderen Götter zu haben, neben unserem Herrn. Wir haben die Pflichten, keine Gegenstände anzubeten. Wir haben die Pflichten, den Namen unseres Herrn nicht zu missbrauchen. Wir haben die Pflicht, den Sabbat zu halten, den er geheiligt hat. Wir haben die Pflicht, unsere Vater und unsere Mutter zu ehren. Wir haben die Pflicht, keinen Mord zu begehen, nicht zu töten. Wir haben die Pflicht, uns von der Unzucht fernzuhalten. Wir haben die Pflicht, nicht zu stehlen. Wir haben die Pflicht, nicht zu lügen und nicht zu begehren unseres Nachbarns Eigentum. Das sind keine Rechte, das sind Pflichten. Gott stattet uns mit Pflichten aus, keine Rechte. Der Antichrist, der gibt euch Rechte. Und genau diese Rechte kann er auch alle wieder einziehen. Wenn er meint, dass ihr die Bosheit besitzt, um diese Rechte verlieren zu dürfen. Er meint das. Wollt ihr euch unterschicken an den Papst? Wollt ihr euch unterschicken an die Autorität des Papstes? Das ist genauso die weltliche Gewalt. Wenn ihr euch unterschickt an die Regierungsgewalt in dem Land, in dem ihr lebt,
Das Land, in dem ihr lebt, ob das jetzt Deutschland ist, wo ich herkomme, Belgien, wo ich jetzt wohne, die Vereinigten Staaten von Amerika, mit denen ich viel Kontakt habe, welches Land auch immer, spielt alles keine Rolle. Alle die Regierungen dort sind der spirituellen Macht unterwürfig. Da haben wir ja schon an verschiedenen Stellen drüber gesprochen. Und der Papst ist nicht nur eine geistliche Macht, sondern auch eine weltliche Macht. Und wenn er Rechte gibt, dann kann er die Rechte auch wieder nehmen. Genauso wie Martin Luther das hier 1545 auch schon schreibt. Denn so muss es sein im weltlichen Regiment, dass wenn ein Kaiser aus Gnaden gibt, so mag er es wieder nehmen, wo die Bosheit des Besitzers solches verdient. Also haben unser deutscher Kaiser Friedrichus, Lotharius, Ottones oft den Fürsten genommen, was sie gegeben hatten. Ja, ein Kaiser gibt einem König, ein König gibt einem Fürst einem anderen Untertan Rechte. Und wenn er meint, dass diese Rechte nicht mehr an diese Person gegeben werden sollten, dann zieht er sie wieder ein. Beim Papst nennt sich das dann Exkommunikation. Und bei einem Regierungsmitglied nennt sich das, dass er abgesetzt wird. Oder abgewählt wird, wie man so schön sagen kann. Ja? Die Leute glauben ja noch, dass sie tatsächlich wählen. Also haben unser deutscher Kaiser Friedrichus, Lotharius, Ottones oft den Fürsten genommen, was sie ihnen erst gegeben hatten und nach der Buß auch wiedergegeben, also nach der Buße auch wiedergegeben. Wenn sie dann zur Buße gekrochen sind, zu Fuße gekrochen sind des Kaisers oder des Königs, dann wurden ihnen die Rechte wiedergegeben. Der Gang nach Canossa, wo Heinrich IV. Mit dem Papst seine Auseinandersetzung hatte, weil der ihn exkommuniziert hatte. Und als er dann zur Buße ankam, hat er ihm seine Rechte wiedergegeben. Na? Gang nach Canossa, schaut euch das mal an. Darum fuhren die folgenden Päpste zu und wollen nun das Papsttum nicht, als vom Kaiser noch von Konzilien, sondern von Gott selbst on Mittel haben, machten Dekret einer nach dem anderen, rühmen, schreien und brüllen, die römische Kirche und der Papst sei nicht durch Menschen noch durch Konzilien, sondern von Christo selbst gestiftet über die ganzen Welt. Und sonderlich schmücken sie sich mit dem Spruch von Matthäus 16. So, dann gehen wir halt mal in das Neue Testament. Lesen in Matthäus Kapitel 16, um was es hier geht. Wir lesen in den Versen 18 und fortfolgende. Also, ihr kennt ja die Vorgeschichte davon. Matthäus 16, Vers 15, fangen wir mal an. Ja? Er sprach zu ihnen, Jesus, wer sagt denn ihr, dass ich sei? Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, selig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich bauen meine Gemeinde. Und die Pforten der Hölle sollen nicht überwältigen. Und will dir des Himmelreichs Schlüssel geben, alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein, und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel los sein. Also, Matthäus Kapitel 16, Verse 15 bis 19, einschließlich. Ich mache da jetzt keine große Erklärung drüber, weil Martin Luther übernimmt das für uns in diesem Buch. Und dann werdet ihr verstehen, wie natürlich der Papst sich hier die Bibel so zurechtbiegt, dass sie ihm in den Kram passt. Also, die römische Kirche und der Papst seien nicht durch Menschen noch durch Konzilien. Ja? Also, behauptet hier die römische Kirche, nein, es war nicht der Phokas, der uns das Recht gegeben hat, sondern Christus selber. Also schmücken sie sich mit dem Spruch von Matthäus 16. Du bist Petrus und auf diesen Fels will ich meine Kirche bauen und der hellen Pforten sollen sie nicht überwältigen und dir will ich die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du bindest auf Erden soll gebunden sein im Himmel, etc. Führeten auch diesen Johannes aus,
Und da lesen wir dann im Brief des Johannes, also im Evangelium des Johannes, Kapitel 21, Vers 15 und folgende. Da schaue ich mir das mal eben an. Mach mal eben Johannes auf, Kapitel 15, Kapitel 21, Entschuldigung, das letzte Kapitel. Und dann Vers 15 und fortfolgende, wo wir in der Bibel lesen, Zitat, da sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon Johanna, hast du mich lieber, denn mich diese haben? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm, weide meine Lämmer. Spricht er zum anderen Mal zu ihm, Simon Johanna, hast du mich lieb? Er spricht, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm, weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm, Simon Johanna, hast du mich lieb? Petrus war traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, da du jünger warest, gürtetest du dich selbst und wandeltest, wo du hin wolltest. Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken, und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Das sagte er aber zu deuten, mit welchem Tode er Gott preisen würde. Da er aber das gesagt, spricht er zu ihm, folge mir nach. Johannes, Kapitel 21, Verse 15 bis 20. Bis 19, Entschuldigung, 21 bis 19, weil das hier im Buch angeholt wird. Aber mit dem Spruch Matthäus 16, also Matthäus 16, Vers 18, wo wir gerade von gesprochen hatten, ja, du bist Petrus auf diesen Fels und so weiter und so weiter. Aber mit dem Spruch Matthäus 16 haben sie am meisten getan. Die Welt erschrecket, alle Bistum unterdrückt, auch die Kaiser und das weltliche Regiment mit Füßen getreten. All wussten sie sehr wohl die schändlichen Lügner und Lästerer göttlichs Worts und wissen auch noch sehr wohl, dass dieser Spruch nichts zu ihrer Sache dienet, noch sich daher reimet, der in allen Buchstaben wider sie ist und das Papsttum zugrund stürztet und zunicht macht, wie ich das für 25 Jahren, also vor 25 Jahren, in den Resolutionibus und wider de Saaf Eken zu Leipzig gestritten habe in öffentlicher Disputation und hernach tun will. Da gucke ich mal eben im Englischen nach, ob ich sehe, wer hier genau gemeint ist. Ja, da sehe ich dann hier in der englischen Fußnote, da geht es um die Leipzig-Debatte von 1519, in welcher Luther und John Eck argumentierten über die Autorität des Papstes und die Jurisdiktion der Kirche von Rom. Und das findet man halt in einem anderen Werk von Luther. Luther frequently calls Eck Dr. Sau. Ja, also das D. Sau, Dr. Sau, S-A-W, wie ich hier gerade vorgelesen habe, D. Sau, Ecken zu Leipzig. Das ist also das hier. Das finden wir im Englischen auf Seite 293. Aber wir fahren hier weiter, dass ich den Reduzionibus und wieder de Saaf Ecken zu Leipzig gestritten habe in öffentlicher Disputation. Also gestritten habe über, wie wir hier nachlesen können, die Jurisdiktion der Kirche von Rom und die Autorität des Papstes. 1519, bereits bevor er 1520 von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche schrieb. Und hernach tun will, fährt Luther hier fort. Aber es hat den verzweifelten Spitzbuben zu Rom, den Päpsten im Herzen sanft getan, dass sich die Welt, beide, Bischöfe und Kaiser, mit diesem Spruch haben lassen schrecken und eintreiben, als die nicht gern wieder Gott und sein Wort wie die rechten Christen gebührt handeln wollten. Denn dies ist die erste Spitzbüberei des Papst und Gotteslästerung in seinen heiligen Worten. Da sie nun sahen, dass jenen solche Spitzbüberei geraten war und gelungen hatte, durch schrecklichen Gottes Zorn über die Welt um der Sünde willen, und sich jedermann furchte vor solchen Worten, waren sie wahrlich nicht faul noch schläferig, drucketen getrost nach mit aller Schalkheit und Höf des Teufels und fingen an, ihr Papsttum oder Primat, welchen sie durch ihre selbst ertichtete, lügenhaftige Dekret und durch Gottes lästerliche, falsche und spitzbübische Auslegung des Spruchs Matthäus 16, Vers 18
gründen wollten, also zu deuten, zu schärfen und zu stärken, dass der Papst der Oberst wäre, nicht allein der Ehren- und Fürgangshaben, welches ihm wohl gegönnet wäre, auch nicht allein der Superattendenz halben, dass er ein Aufseher wäre auf die Lehre und Ketzerei in den Kirchen, welches doch einigen Bischof viel zu viel und unmöglich ist, in aller Welt zu tun. Ein einziger Bischof passt auf die ganze Lehre und Ketzerei in allen Kirchen der Welt? Das ist das, wo Luther sich hier die Frage stellt. Das geht doch gar nicht, sagt er, welches doch einem einigen Bischof viel zu viel und unmöglich ist, in aller Welt zu tun. Sondern der Gewalt halben, dass er die Bischöfe mochte, als ihr Herr, gewaltiglich und weltlicher, ja tyrannischerweise unter sich zwingen, sie mit Eiden und Pflichten gefangen nehmen, zu Knechten machen, die Bistum ihm zu eignen, dieselben zu setzen und versetzen, ändern, rauben, nehmen, geben, schätzen, verkäufen, dazu mit Pallien, Anaten und unzähligen spitzbübischen Stücken beschweren, aufs allermutwilligst. Und wer das nicht täte oder nicht leiden wollte, musste der römischen Kirchen ungehorsamer und Ketzer ewiglich verdammt sein, als der, wie der Matthäus 16, gesündigt hatte. Ich glaube, ich muss das nochmal vorlesen, dass wir das sehr gut verstehen, was Luther hier gerade meint. Es ist ja kein leichter Satz. Aber es ist unglaublich wichtig, dass wir hier sehen, wie sich der Papst als oberster Bischof der Kirche die Macht aneignet, wie er schreibt, als ihr Herr, sondern Gewalt halben, dass er die Bischöfe mochte, als ihr Herr, hört gut zu, gewaltiglich und weltlicher, ja tyrannischerweise unter sich zwingen. Die Bischöfe mit Eiden und Pflichten gefangen nehmen, sie zu Knechten machen. Das Bistum sich selber zuzueignen, dieselben Bischöfe zu setzen und versetzen, ändern, rauben, nehmen, geben, schätzen, verkaufen, mit Pallien, Anaten und unzähligen spitzbübischen Stücken beschweren aufs allermutwilligst. Und wer das nicht täte oder nicht leiden wollte, also wer dem Papst nicht gehorcht, perende ac cadaver, musste der römischen Kirchen ungehorsamer und Ketzer eventlich verdammt sein, als der wieder Matthäus 16 gesündiget hatte. Aufgrund von Matthäus 16, Vers 18, baut der Papst seine Macht fälschlicherweise auf. Und jeder, der seine Macht und Autorität, seine Jurisdiktion und seine Kraft nicht akzeptiert, ist ein Ungehorsamer und ein Ketzer. Und von daher haben wir dann eben auch später die Einführung der Inquisition. Es hat ein mainzischer Kanzler mit Namen Martinus Meyer an den Aeneam Silvium, der danach Papst Pius II. Heißt, geschrieben, denn er sei ein guter Gesell gewesen, dieweil er Hausen etliche Jahr bei Kaiser Friedrich III. In deutschen Landen war, und klagt, also der Mainzer Kanzler Martinus Meyer, dass der Papst die Stifte also beschweret und plündert mit Anaten und Pallien. Anaten und Pallien, vor allen Dingen hier Anaten, das sind Jahresabgaben, das sind also Bezahlungen, die sie an den Papst machen mussten, ja? Und klagt, dass der Papst die Stifte also beschweret und plündert mit Anaten und Pallien. Darauf antwortet ihm der hochmütige Hypokriter, also der Hypokrit, der Heuchler, unter viel anderen bösen, verdrießlichen Worten also, es wäre Deutschland schuldig, solche Last zu tragen, weil der Papst hätte das römische Reich den Deutschen zugewandt. Und der Papst müsse viel Geld haben, damit er künte wären,
wo der Kaiser wollte Frankreich oder Frankreich-England überwältigen. Da siehe mir die verzweifelten Buben und Bösewichter an, was sie im Sinn und ihrem heimlichen Rat haben. Nämlich, dass sie wollen die zwei Häupter uneins behalten und eine Zwickmühlen haben, damit sie sich jetzt zu diesem, jetzt zu jenem, danach der Wind gehet, halten mögen. Dass sie dieweil sicher für die Bestien sein mögen und für die Reformation oder Konzilium sich nicht fürchten dürfen. Solches weiset auch aus das Werk und Historien durch und durch. Also, dass auch zu unserer Zeit Clemens der Siebte anno 1525 für Pavia Frankreich Höfe schicket, wider unseren Kaiser Carolo, und da es ihnen missriet, wischete er das Maul wie die Hure in Sprüche 30 Vers 20 und sprach, es hätte es dem Kaiser zu gut getan. Also musste ihm Kaiser Karl zum Spott und Schaden lassen, auf dem Maul dazu trumpeln, wiewohl er danach, anno 27, zu Rom überfallen und gefangen ward, aber sein verdienter Lohn nicht empfing, für größere Güte des Kaisers. Ha, wie kann auch ein Papst anders tun? Rechen du selbst, wenn ein verzweifelter, böser, listiger Schalk die Larven und die Namen Christi oder St. Petri aufsetzt und gewinnet solch Vorteil, dass die Christen sich vor ihm fürchten und fliehen um des Namens Christi und Petri willen, so hat er gewonnen und tut, was er will, treibt ein Büberei nach der anderen, sonderlich, wenn Gottes Zorn dem Teufel verhängt, dass er hebt und zuschäumt, wie wir in Matthäus 24, Vers 23 und folgende lesen können. Denn Christus hat uns genug gewarnet. Matthäus 24, das viel würden kommen, auch in Matthäus 7, Vers 15, in seinem Namen und sagen, ich bin Christus. Und in Matthäus 7, hütet euch für den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Also hat auch der Papst unter den Larven und Namen Christi und St. Petri die ganze Welt eingetrieben und genährt, wie er gewollt hat, und durch den Teufel große Andacht und Geistlichkeit für gegeben, bis er's dahin gebracht hat, dass er mit Gewalt in allen Lastern unverschämt jetzt öffentlich tobet und wütet, dass nu fort kein Wehren da ist. Aber der Bube Aeneas Silvius hätte wohl verdient, dass ihm die Gelehrten ausleuchteten, rühmet gar herrlich daher, dass der Papst solle sich in Krieg zwischen die Königmengen, darum erbilligt die Stifte plündert. Warum sucht er nicht andere Mittel, als durchs Gebet und Predigen die Könige zu vertragen? Aber was geht den Papst beten und Gottes Wort an. Er muss seinem Gott, dem Teufel, dienen. Aber das alles ist noch das Geringst, wiewohl es unträglich und unleidlich ist. Dies ist allererst die allerärgste Grundsuppe aller Teufel in der Hölle, dass er solche Gewalt dahinstrecket, dass er Macht haben will, Gesetze und Artikel des Glaubens zu stellen, die Schrift, welche er nie gelernt, nicht kann, auch nicht wissen will, nach seinem tollen Sinn zu deuten, will alle Welt zwingen zu gläuben seiner Lehre und lehret doch nichts, denn eitel Abgötterei, wie wir hiernach hören werden. Und zerstöret alles, was der Gottessohn, unser Herr, uns mit seinem Blut erworben hat. Nimmt weg den Glauben, christliche Freiheit und rechte, gute Werke. Ein so wichtiger Absatz und ein paar so wichtige Sätze, dass ich es eben nochmal lesen muss. Rühmet gar herrlich daher, dass der Papst solle sich in Krieg zwischen die Königmengen, darum erbillig die Stifte plündert.
Warum sucht er nicht andere Mittel als durchs Gebet und Predigen die Könige zu vertragen? Aber was geht den Papst Beten und Gottes Wort an? Er muss seinem Gott, dem Teufel, dienen, sagt Martin Luther. Aber das alles ist noch das Geringste, wiewohl es unträglich und unleidlich ist. Dies ist allererst die allerärgste Grundsuppe aller Teufel in der Hölle, dass er solche Gewalt dahin strecket, dass er Macht haben will, Gesetze und Artikel des Glaubens zu stellen, dass er Macht haben will, die Schrift, welche er nie gelernt, nicht kann, auch nicht wissen will, nach seinem tollen Sinn zu deuten, will alle Welt zwingen, zu glauben seiner Lehre, und lehret er doch nichts weiter als eitel Abgötterei, und wie wir hernach hören werden, und zerstöret alles, was der Gottessohn, unser Herr, uns mit seinem Blut erworben hat, nimmt weg den Glauben, christliche Freiheit und rechte gute Werk. Und das heißt, in seinen teuflischen, spitzbübischen Dekreten wohlgetan und gehorsam der Kirchen und brüllet daher als besessen und voller Teufel, dass, wer ihm und seiner römischen Kirche nicht gehorsam ist, der könne nicht selig werden. Wer gehorsam ist, wird selig und ist alles darum zu tun, dass ihm alle Welt gehorsam und untertan sei. Nach Gottes und Christi Gehorsam fragt er nichts, fällt ihm kein Gedanken davon ein. Ich hoffe, meine lieben Zuhörer und Zuschauer, dass ihr begriffen habt, wie wichtig die Sätze sind, die Martin Luther hier gerade in diesem Buch auf Seite 26, was ich vorgelesen habe, geschrieben hat. Christliche Freiheit und rechte gute Werke nimmt er weg. In seinen teuflischen und spitzbübischen Dekreten hat er wohlgetan und den Gehorsam der Kirchen, eine Brille daher, als besessen und voller Teufel besessen ist, dass wer ihm und seiner römischen Kirche nicht gehorsam ist, der könne nicht selig werden. Hier beschreibt Martin Luther die Bulle Unam Sanctam von Bonifaz dem 8. von 1303, in der der Antichrist sagt, dass Erlösung nur innerhalb der römisch-katholischen Kirche möglich ist und dass es zur Erlösung einer jeden menschlichen Kreatur notwendig ist, um Subjekt des Pontifex Maximus in Rom zu sein. Das ist die Bulle Unam Sanctam. Und das ist genau das, was er hier sagt. Wem müssen wir denn gehorchen? Dem Papst in Rom oder unserem Vater im Himmel und unserem Herrn Jesus Christus? Der, wie Martin Luther hier sagt, Gottes Sohn, unser Herr, uns mit seinem Blut erworben hat. Christus hat alle Schuld bezahlt am Kreuz. Er hat uns freigekauft. Frei sind wir in der Freiheit, die wir durch Jesus Christus haben. Der Papst hat kein Anrecht auf uns. Der Papst besitzt uns nicht. Der Papst hat kein Recht, uns irgendwelche Rechte zu geben, die er selbst nicht hat. Gott gibt Rechte und Gott, wie gesagt, gibt keine Rechte, sondern gibt uns Pflichten, Ordnungen, Gesetz, Moral. Das kommt von Gott. Nach Gottes und Christi Gehorsam fragt er nichts. Es fällt ihm kein Gedanke dazu ein. Nein, natürlich nicht. Weil Rom aufgebaut ist auf der menschlichen Philosophie. Und das Herz des Menschen ist schlecht von Anfang an, wie in der Bibel steht. Nach Gottes und Christi Gehorsam fragt er nichts, fällt ihm kein Gedanken davon ein. Du musst aber durch das Wort römische Kirche beileibe nicht verstehen, die rechte römische Kirche, sondern nicht die vor dem Papsttum gewesen ist, welche das Papsttum nicht hat wollen annehmen noch leiden, wie wir gehört haben in dem heiligen Gregorio, auch Christus und Zweifel noch etlich Lot und seine Töchter in der römischen Sodoma hat, welchen das greuliche Wesen des Papsttums übel gefehlt, sondern
päpstisch, spitzbübisch und teuflisch musst du es verstehen, dass der Papst der heiligen römischen Kirchen Namen braucht, aufs schändlichst und lästerlichst, und meinet damit seine Bubenschule, Huren- und Hermaphroditenkirche, des Teufels Grundsuppe, gleich wie er droben die Wort frei christlich deutsch Konzilium spitzbübisch meinet. Und wo du nicht nach dieser Weise die Dekretal des Papstes verstehst, so ist's unmöglich, dass du des Papstes Meinung erlangen könntest. Denn das ist seiner römischen Kirche Sprache. Und wer mit dem Papst und römischen Stuhl zu tun hat, der muss solch's wissen oder ist gewisslich beschissen. Denn der Teufel, so das Papsttum gestiftet, der redet und wirket alles durch den Papst und römischen Stuhl. Das ist der Satz, auf den es im Grunde in diesem ganzen Buch ankommt. Denn der Teufel, so das Papsttum gestiftet, der redet und wirket alles durch den Papst und römischen Stuhl. Warum sage ich das, dass es für das ganze Buch so wichtig ist? Gehen wir doch mal eben, und das habe ich jetzt gar nicht mal vorbereitet, in Offenbarung Kapitel 13. Da steht, und ich trat an den Sand des Meeres und sah ein Tier aus dem Meer steigen, das hatte 7 Häupter und 10 Hörner und auf seinen Hörnern 10 Kronen und auf seinen Häuptern Namen der Lästerung. Und das Tier, das ich sah, war gleich einem Pardel und seine Füße als Bärenfüße und sein Mund eines Löwenmund. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Stuhl und große Macht. Offenbarung, Kapitel 13, Vers 2, letzter Satz. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Stuhl und große Macht. Und der Drache ist in der Bibel Satan, der Teufel. Und Martin Luther sagt, denn der Teufel, so das Papsttum gestiftet, der redet und wirket alles durch den Papst und römischen Stuhl. Ja, in Offenbarung 13, Vers 2 steht drin, was Martin Luther hier mit anderen Worten sagt. Denn der Teufel, so das Papsttum gestiftet, der redet und wirket alles durch den Papst und römischen Stuhl. Was man aber dem Teufel glauben soll, als dem Mörder, wie wir in Johannes 8, Vers 44 lesen können, und Vater aller Lügen, soll ja ein Christ wohl wissen. Und eine Verweisung auf Johannes, Kapitel 8, Vers 44, wie ich gerade eben schon mal sagte. Wollen wir eben schauen, dass ich hier Johannes, Kapitel 8 und dann Vers 44 mal eben lese. Ihr seid von dem Vater, dem Teufel, und nach eures Vaters Lust wollt ihr tun. Derselbige ist ein Mörder von Anfang an und ist nicht bestanden in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lügen redet, so redet er von seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und ein Vater derselbigen. Johannes 8, 44. Nachdem nun der Papst die Bischöfe also hatte eingetrieben, gefangen und unter sich gebracht, denn sie haben sich trauen, redlich und lang genug gewehret, wie die Historien zeugen, nahm er für sich die weltliche Oberkeit und hat nicht ruhen können, bis er sie auch unter seine Gewalt gezwungen hat. Matthäus 16, Vers 18, wie wir bereits gelesen hatten, eben mit demselben Spruch, Matthäus 16, auch so fern, dass sie für ihn gekniet, seine Füße haben küssen müssen, ja, hat sie mit Füßen getreten auf ihren Hals, hat sie verfolget mit Schwert und Bann, Land und Städte geraubet, etliche geköpfet, Sohn wider Vater gehetzt, ein König wider den anderen verbittert, eitel Zwietracht, Mord und Blutvergießen unter den Königen angerichtet, als wäre er der Teufel selbst leibhaftig. Der Hoffnung, wenn sich die Bestien, so wie er sie nennet, hätten untereinander aufgefressen, so wollte er
als denn auch Kaiser, König und der Weltherr an ihre ledig Staat sein. Daher rühmet er sich, er sei Kaiser und habe Macht, Kaiser und Könige abzusetzen, seines Gefallens. Nochmal, daher rühmet er sich, er sei Kaiser und habe Macht, Kaiser und König abzusetzen, seines Gefallens, wie es ihm gefällt. Wiewohl ihm solcher teuflischer Anschlag bis daher durch Gottes Gnaden noch nicht ganz geraten und nimmermehr geraten wird, so hat er doch dadurch groß Unglück und Herzeleid oft und vielmals gestiftet, wie er noch jetzt tut und bisher getan hat, zwischen Kaiser und Frankreich, welche zwei Häupter, wenn er nicht ein Papst, sondern ein Bischof der rechten römischen Kirche wäre, wie St. Gregorius, würde er mit einem ganzen Ernst versöhnen und nicht rugen können. Sie wären denn recht herzlich eines. Sonderlich, weil zu unseren Zeiten der ganzen Christenheit dran gelegen ist, dass die großen Häupter herzlich eines wären. Aber das ist dem römischen Papst nicht gelegen. Oder verträgt er sie, als er etlich mal getan. So ist es doch alles spitzbübisch, päpstisch und teuflisch Widerspiel gewesen, unter gutem Schein. Und wenn man den Kaiser Phokas zu der Zeit hätte gefragt, ob's seine Meinung wäre, dass ein solcher Wust soll zu Rom durch seinen Befehl gestift werden, der alle Bischöfe, Stift, Klöster, Kirchen unter sich würfe, risse und fresse alles, was da wäre, stiftet neue Lehre und Glauben verstöret, Christum und christlichen Glauben, richtet unzählig Abgötterei an, betrüge alle Welt um Leib und Seele und schindet ihnen unzählig Geld und Gut, aber mit großer Triegerei, darnach trete die Kaiser mit Füßen, verbannet, erschlüge, verfolget sie, raubet ihr Land und ihre Städte, spottet ihr dazu als seiner Narren und lachet in die Faust, verzehret's danach und verpranget's mit seinen Huren und Hermaphroditen. Meinst du, dass Phokas, wie böse er wäre, hiezu Ja sagen würde? Ja, er sollt vielleicht so mit ihnen handeln, dass sie des Papsttums wohl schweigen und vergessen würden. Ja, ein wichtiger Absatz. Meint ihr, wenn man den Kaiser Phokas zu seiner Zeit gefragt hätte, ob er damit einverstanden wäre, dass ein solcher wie der Papst zu Rom durch seinen Befehl gestiftet werden würde, der alle Bischöfe, Stifte, Klöster, Kirchen unter sich wirft, alles an sich reiße, alles auffresse, was da wäre, stiftet neue Lehre und Glauben, verstöret das Christentum und den christlichen Glauben, richtet unzählige Abgötterei an, betrüge alle Welt um Leib und Seele und schindet ihnen oder schuldet ihnen unzählig Geld, und Gut haben, mit großer Trügerei entzieht er es ihnen, danach trete er die Kaiser mit Füßen, verbannet sie, erschlägt sie, verfolgt sie aus, raubt ihr Land, raubt ihre Städte aus, spottet ihr dazu als seine Narren und lacht sich in die Faust. Das ist, was der Papst damals war und heute ist. Und wir müssen anfangen, das zu erkennen. Wir müssen anfangen zu sehen, dass der Papst der Antichrist ist, der genau das tut, was hier beschrieben ist. Und das erinnert mich auch weiterhin an Daniel 7, Daniel Kapitel 7. Ich kann das ja eben zum Schluss nochmal rausholen, weil ich höre hier mit der Lesung sowieso auf. Im Kapitel, also im Buch von Daniel, muss ich mir nur mal eben ranholen, denke ich, ist das in Kapitel 7, da geht es doch um die vier Tiere, nicht wahr? Und da heißt es dann doch in
Vers 6, nach diesem sah ich und siehe ein Andertier, gleich einem Parden, das hatte vier Flügel wie ein Vogel auf seinem Rücken, dasselbe Tier hatte vier Köpfe, ihm ward Gewalt gegeben. Und nach diesem sah ich in diesem Gesicht in der Nacht und siehe das vierte Tier. Das ist es. Daniel 7, Vers 7. Nach diesem sah ich in diesem Gesicht, also in dieser Vision, in der Nacht, und siehe, das vierte Tier war gräulich und schrecklich und sehr stark und hatte große eiserne Zähne, fraß um sich und zermalmte, und das übrige zertrat es mit seinen Füßen. Es war auch viel anders dann die vorigen und hatte 10 Hörner. Da ich aber die Hörner schauete, siehe, da brach hervor zwischen denselbigen ein ander Kleinhorn, vor welchem der vordersten Hörner 3 ausgerissen wurden, und siehe, dasselbige Horn hatte Augen wie Menschenaugen und ein Maul, das redete große Dinge. Daniel Kapitel 7, Verse 7 und 8, die genau das wiedergeben, was Martin Luther hier über den Papst geschrieben hat. Und damit ende ich in der Mitte von Seite 27 die Lesung für heute und lasse euch mit euren Gedanken ein wenig nachsinnen über das, was wir heute gelernt, gelesen, gehört haben. Bis zum nächsten Mal. Jörg von Joggler 66, Stunde der Wahrheit, wünscht euch noch einen schönen Tag. Möge Gott euch behüten und beschützen und segnen auf all euren Wegen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.